Ungefähr 60% der Jugendlichen in Deutschland spielen regelmäßig digitale Spiele. Warum spielen wir so gerne und wieso haben Erwachsene oftmals dafür nicht so viel Verständnis? Oder haben die vielleicht sogar recht und alle werden von diesen Games süchtig? Ja, und weil ich selber nicht so die große Zockerin bin, habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Stell dich doch einfach mal vor und erzähl uns, was du mit Games zu tun hast. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich Gerne. bin Dejan Simonovic. Ich bin Medienpädagoge. Das ist jemand, der sich quasi mit Medien beschäftigt, an Schulen geht, dort verschiedene, ja, Medienthemen aufgreift. Und warum jetzt gerade mit Zocken? Ich hatte die Ehre und das Glück, vor, ja, inzwischen 4 Jahren die Computerspielschule in Stuttgart aufbauen zu dürfen. Und ich selbst bin auch, ja, eigentlich mein Leben lang schon, ja, Gamer, kann man sagen, oder ich spiele sehr gern, bin damit aufgewachsen. Für mich ist es ein selbstverständliches Medium, womit ich gern und viel umgehe. Ich merke schon, du kennst dich mit Games echt gut aus. Woran liegt es überhaupt, dass so viele Leute so gerne zocken? Ja, gute Frage, aber wenn man sich Kinder anschaut, die spielen, ja, seit sie auf der Welt sind, quasi spielen Kinder und lernen auch dabei sehr viel. Also sie entwickeln sich dadurch, dass sie spielen, dass sie Sachen ausprobieren. Also es ist irgendwie so ein urmenschliches Bedürfnis, quasi durch das Spielen einfach verschiedene Fähigkeiten zu testen, zu entwickeln. Und leider ist es halt so, dass wenn man erwachsen wird, plötzlich das getrennt wird oder eigentlich auch schon früher, irgendwie in der Schule heißt es schon, entweder du lernst oder du spielst. Irgendwie gehört das aber trotzdem zusammen und das ist, wie gesagt, ein Urbedürfnis des Menschen, was leider dann bei Erwachsenen manchmal verloren geht. Ja, du hast gerade schon angesprochen. Das heißt, wenn ich auch an Zocker oder Zockerin denke, dann denke ich immer an jugendliche Kinder oder Jugendliche, vor allem wenn es um digitale Spiele geht. Warum ist es so? Hat es irgendwie einen besonderen Stellenwert für die? Also zum einen ist es einfach Teil der Jugendkultur geworden. Und allerdings nicht nur der Jugendkultur, auch bei Erwachsenen in der Popkultur gehören inzwischen Games absolut mit dazu. Allerdings ist es so, dass Erwachsene einfach aufgrund der Arbeit immer weniger Zeit haben, gerade für, ja, es ist halt eine Freizeitbeschäftigung, die auch sehr zeitintensiv sein kann. Also es gibt Spiele, wo man ja hunderte von Stunden drin versenken kann. Und da muss man sich genau überlegen, kann ich mir das jetzt überhaupt quasi zeitlich ja, leisten? Und daher ist es eher so, dass viele Erwachsene, die gespielt haben, später vielleicht dann weniger spielen, obwohl sie eigentlich gern mehr spielen würden. Okay, also ist übrigens mein Grund, warum ich nicht anfange mit Spielen, weil ich wüsste, ich könnte nicht aufhören. Ich habe keine Selbstkontrolle, was das angeht. Und da kommen wir schon direkt ins nächste Thema rein. Vorurteile gegenüber Gamern. Was hörst du ganz oft für Vorurteile und was sagst du dann darauf? Ja, zum einen, es gibt ja dieses völlig antiquierte Bild des Kellerkindes, was irgendwie ganz alleine irgendwie stundenlang vor sich herzockt, keinen Kontakt nach außen hat und sowas. Und das ist was, was ich einfach grundsätzlich brechen würde, weil Gamer sind sehr soziale Menschen, sage ich mal, und die auch sehr viel kommunizieren. Und heutzutage, also auch selbst wenn man ein Spiel alleine spielt, ist das Tollste bei dem Spiel, sich mit anderen darüber auszutauschen. War auch, ja, vor Internetzeiten, sage ich mal, so. Und insofern dieses Kellerkind-Ding ist ein Vorteil, ja, das stimmt einfach nicht. Ja. Also, Ist das so das Häufigste, was du hörst? ja, also das ist so das Häufigste. Natürlich, wie gesagt, dieses endlose Spielen, der kommt ja gar nicht mehr weg. Das macht irgendwie süchtig, Süchtig. genau dieses Schlagwort, was dann auch immer sehr gern verwendet wird und auch, ja, zu früh verwendet wird. Also ich weiß nicht, da sind wir auch bei dem Thema die Sucht. Das Ja. waren so die ersten Anrufe, die bei uns bei der Computerspielschule, ja, können Sie mal ein Interview zum Thema Sucht machen? Und der Punkt ist, Sucht ist wirklich als Diagnose eine Krankheit. Und es ist was, was man ernst nehmen muss, was wirklich schwerwiegend sein kann. Und wenn jemand unter einer Sucht leidet, dann ist es, ja, braucht er eine Behandlung. Das Problem ist nur, dass man gerade bei Computerspielen oft sagt, auch im Umgangssprachlichen, ich suchte das Spiel jetzt irgendwie durch oder das hat mich ja voll gepackt. Und auch viele Mechanismen in Spielen sind darauf ausgelegt, quasi, dass sie einen länger motivieren und dass man dranbleibt. Das ist aber keine Sucht. Das ist, man spricht da vom Flow, also dass ich dann quasi in das Spiel reinkomme und erstmal dran bin. Bei einer Sucht, das ist eine langfristige Betrachtung, wo ich über ein Jahr hinweg quasi eine Person quasi beobachten muss und sagen muss, okay, die ist da komplett isoliert von ihrer sonstigen Welt. Also sie findet die einzige Freude, die sie empfindet, ist quasi, wenn sie spielt. Und das ist sehr bedenklich. Also es gibt die Fälle und da muss man auch was machen. Aber sage ich mal, der normale Gamer oder der normale Jugendliche, wenn er viel spielt, ist in der Regel nicht süchtig. Also das ist, auch wenn er das selber vielleicht mal gerne sagt, wenn ein cooles Spiel gerade draußen ist.
Das heißt, wenn man sich jetzt Sorgen macht, bin ich vielleicht betroffen von Sucht, dann kann man sich erstmal fragen, mache ich noch was anderes, habe ich noch bei was anderem Spaß, läuft es in der Schule, solche Sachen, und dann kann man vielleicht auch aufatmen und dann, wenn man eben will, trotzdem den Gaming-Konsum versuchen zu reduzieren. Genau, also die Eltern, die da zu uns kommen, sind meistens dann, ah ja, mein Kind, das spielt so viel. Ja, was macht es denn sonst noch? Ja, natürlich geht es in den Sportverein, spielt ins Musikinstrument, macht die und die Sachen und sowas. Ja, dann kann es auch mal ein paar Stunden am Tag spielen, dann ist es auch kein Problem, wenn wie solches sonstige Leben funktioniert. Und wenn es in der Schule ist auch so ein Symptom, wenn man merkt, plötzlich jemand fällt schlagartig irgendwie über ein halbes Jahr ganz rapide ab und man merkt, das kann man vielleicht daran, aber das sind meistens auch nur Symptome. Die Auslöser sind meistens im sozialen Leben, sei es jetzt, ja, zum Beispiel eine Scheidung oder irgendwas Gravierendes, was im Leben passiert ist, was dann quasi in diese Sucht reinführt. Ist bei anderen Süchten übrigens genauso. Also das ist kein Sonderfall in dem Fall. Ja, es gibt ja auch Spiele, die sind echt gruselig, die machen Angst. Also ich habe mir da mal ein paar angeschaut, wo ich sage, könnte ich nicht spielen. Woher weiß ich denn jetzt eigentlich, ob ein Spiel für mich geeignet ist? Wer legt es fest? Was steckt da dahinter? Also es gibt für jedes Spiel, was in Deutschland veröffentlicht wird, die sogenannte USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Und jedes Spiel, was als Datenträger erscheint, muss da durch. Und das wird komplett gespielt von Spielern, von Experten, die sich das anschauen und dann im Gremium diskutieren, was sind denn da so die kritischen Sachen bei dem Spiel. Gewalt ist da ein Thema, was halt eine ganz große Rolle spielt. Und das ist zum einen die Gewaltdarstellung, aber auch der Kontext der Gewalt. Also in welchem Zusammenhang? Bin ich jetzt der gute Held, der die bösen Monster tötet? Oder spiele ich selber vielleicht einen Killer, der dann tatsächlich... Mhm. Also das ist dann... sind eher Spiele, die dann, sage ich mal, ab 16 oder gar ab 18 eingestuft werden. Und natürlich auch die Darstellung. Es macht einen großen Unterschied, ist etwas comicartig aufbereitet. Super Mario, ich meine, da springt er auch, tötet er irgendwelche Pilze und springt auf Kanonen. Aber es ist alles sehr abstrakt, sehr comicmäßig. Das können Kinder und Jugendliche eigentlich immer sehr gut verarbeiten. Also können sie sich gut davon distanzieren. Es ist ein Spiel und es ist auch klar, dass es ein Spiel ist. Und bei Spielen, die das, wie gesagt, Menschen näher an der Realität quasi dran sind, wobei sie nie ganz realistisch sind, muss man auch mal ganz klar sagen. Es bleiben immer noch Spiele und jeder gesunde Mensch kann das quasi noch unterscheiden. Aber es gibt Spiele, bei denen einfach die Darstellung und auch das Setting realistischer wirkt und dadurch auch eben Angst machen kann und auch verstören kann. Und dafür gibt es, wie gesagt, die USK, die sorgt sich darum. Alles klar. Jetzt haben wir schon über so Spiele gesprochen, wo man andere Leute umbringt und da ist ja ein ganz großes Klischee. Also ich muss gleich einhaken, man bringt in Spielen keine anderen Leute um. Ja. Das ist ein Spiel, also es werden Spielfiguren, die sich quasi, also das ist auch im Wording, man merkt bei Erwachsenen ganz klar, also, oh, die töten sich ja, nein, die töten keinen, beim Spiel hat keiner jemand anderes getötet. Sondern das sind die Figuren, Spielfiguren, das ist genauso wie beim Schach, wenn ich jetzt eine Figur schlage, da tue ich auch nicht physikalisch weh, sondern so, beim Schach kann sogar noch mehr sein, dass die Figur irgendwie abbricht oder sonst was. Ja. Also beim Spielen wird nicht getötet. Es ist natürlich quasi das Narrativ, die Geschichte, die da erzählt wird, kann schon sein, dass es irgendwie um Krieg oder um Konflikte geht. Ist bei Spielen in der Tat halt sehr häufig als Setting, aber bei Filmen und Büchern natürlich auch sehr interessant, weil es sehr viel Spannung gibt. Genau. Du hast ein ganz perfektes Argument gerade schon gebracht. Ich glaube, einige, die uns vielleicht jetzt auch zuschauen, haben das Problem, dass die Eltern sagen, du darfst es nicht spielen, weil du bringst da jemand um. Hat gerade hier Dejan schon einen tollen Tipp gegeben. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Ganz oft gibt es Ärger mit den Eltern, weil die sagen, ich finde es nicht gut, was du spielst viel zu lang, das macht dich aggressiv, all solche Sachen. Was kannst du denn empfehlen, wenn man mit seinen Eltern im Gespräch sein will und sagt, oh, ich möchte endlich mal das ein bisschen mehr akzeptieren, was ich hier mache? Genau, Gespräch ist das große Stichwort. Also oft ist es so, dass die Eltern sich nicht wirklich darauf interessieren, was eigentlich gespielt wird und was für Spiele. Und manchmal werfen sie nur einen kurzen Blick drauf und dann sind sie gleich abgeschreckt. Aber wenn man es schafft, wirklich auch in Dialog zu treten, auch Aufruf an die Eltern, aber auch an die Kinder zu sagen, hey, schau dir mal an, was ich spiele. So, lass uns mal zusammen kurz mal spielen. Und auch wenn die vielleicht dann mit der Steuerung ein bisschen überfordert sind oder sowas, geht es darum zu erklären, was mache ich in diesem Spiel eigentlich und was ist eigentlich das Spielziel. Und plötzlich merkt man viel mehr, das sind ja nur Spiele. Also das ist ja nicht, also auch selbst wenn es in eine Geschichte eingebettet ist, ist diese Spielmechanik meistens recht klar. Also mit denen zusammen spielen, auf Augenhöhe reden und da auch gemeinsam Kompromisse aushandeln. Also gerade was Spielzeiten angeht. Natürlich will es, wenn ein neues Spiel rauskommt, man ist da gerade voll drin. Möchte wie lange, man, 12 Stunden? Ja, mindestens, genau. Nein, aber dass man da einfach einen Kompromiss findet, mit dem sowohl die Eltern zufrieden sind, wo man sagen kann, ja, ich finde es okay, aber auch die Kinder, also die Eltern müssen auch zuhören und sagen, hey, dieses Spiel kannst du halt jetzt nicht nach einer halben Stunde gleich wieder abbrechen, weil sonst funktioniert das halt nicht. Und es ist eine legitime Freizeitbeschäftigung, insofern, da kann man sich einigen. Aber das ist wie bei anderen Erziehungsthemen ja auch immer.
nicht so leicht, das Ganze zu machen. Der Dejan weiß wahnsinnig viel über Spiele, habt ihr jetzt bestimmt schon gemerkt. Und weil es so viel ist, machen wir auch noch ein zweites Video zusammen. In dem sprechen wir mal drüber, welche Vorteile, nicht Vorurteile, Vorteile hat eigentlich Gaming. Kann man Gaming auch in die Schule bringen? Und was sind die Trends, von denen Dejan auf der Gamescom erfahren hat? Wenn ihr das Video sehen wollt, dann solltet ihr ganz dringend, ganz schnell den Abo-Button drücken und hier reinschauen, wenn in den nächsten Wochen das zweite Video rauskommt. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Zocken.